Ich dämpfe die Saiten ab mit der Hand, damit der Klang abgebrochen wird quasi und nicht schwingen kann, ein bisschen perkussiv klingt und ein bisschen Hall erzeugt. Man muss überhaupt nicht verrückt und man muss auch nicht unbedingt sehr kreativ sein, aber es gibt viele Verrückte und Kreative hier. Wenn man durch die Flure geht, hört man überall Musik. Das ist immer sehr schön, wenn man von einem Seminar ins nächste geht. Es ist immer super lustig, wenn man dann sieht, wer aus der Tür kommt und dann erstmal sagt, ey, warst du das gerade? Das war ja total krass. Man fühlt sich sofort wieder so in seinem Element. Es ist einfach eine ganz tolle Atmosphäre, hier zu sein. Hier geht es darum, dass ich cool Musik machen kann, mit Schülerinnen und Schülern später zusammen. Dass ich eine Band anleiten kann, dass ich im Chor singen kann, dass ich je nach Instrument im Orchester mitspielen oder das Orchester leiten kann. Das Tolle ist ja, dass man dann im Instrument Unterricht kriegt und man wird viel besser. Man muss nicht der Künstler sein, der schon auf jede Bühne kann, aber schon mal ganz ordentlich Musik machen und vor allen Dingen da ganz viel Freude dran haben und Leidenschaft. Hausaufgabenblues haben wir uns in so einer Viertelstunde überlegt, weil ich glaube, es ist immer ein ganz gutes Thema und ich mag immer noch keine Hausaufgaben. Die Praxiserfahrung können Sie natürlich im Praxissemester machen, also wo Sie direkt an echten Schülern dran sind. Gerade das Nebenfach, Hauptfach, das ist direkter Unterricht, sehr persönlich würde ich sagen, dass man auf alle Studierende halt eingehen kann. Ich versuche Ihnen am Anfang zu helfen als jemand, der mehr Erfahrung hat und der weiß, worauf es ankommt, versuche aber, dass die irgendwann selbstständig arbeiten, sich selber Sachen erarbeiten können und später vielleicht das auch weitergeben. So wie ich es mitbekomme, sind hier alle immer ziemlich gut drauf, haben total Spaß an dem, was sie tun. Die Atmosphäre zwischen den Studierenden ist total herzlich und entspannt. Also man findet super gut Anschluss. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Ab und zu gibt es so ein Open Mic, wo dann alle Studierenden hinkommen können und ein bisschen musizieren können zusammen. Ich halte es für eminent wichtig, gerade in der Grundschule ein sehr reflektiertes, sehr selbstständiges Wissen, ein Urteil darüber zu haben, was ich unter Musik verstehe oder was Musik eigentlich ist oder sein könnte. Musikwissenschaft ist definitiv nicht staubig und wir stecken nicht nur in Literatur und Partituren drin, sondern wir entdecken da ziemlich viele coole Dinge. Gerade mit anderen zusammenzuspielen, das ist hier, glaube ich, die Stärke in Flensburg. Nach dem Motto, hast du nicht mal Lust in die Band, die suchen gerade einen Gitarristen. Und dann treffen wir uns im Bandraum und dann geht's los. Lehrer werden bedeutet ja nicht nur, dass man anderen Leuten Musik beibringt, sondern dass man auch Musik näher bringt. Und das Studiokonzert ist eine super Möglichkeit, nicht nur um das zu üben, vor anderen Leuten begeistern zu spielen, sondern es ist auch eine super Möglichkeit, eben seine privaten Projekte vor anderen Leuten vorzutragen. Man soll ja gar nicht perfekt kommen. Jeder, der Musik machen liebt und das Gefühl hat, das ist so meins und das will ich tun, der wird ja nachher auch ein toller Lehrer sein, weil er das weitergeben kann. Und sich dann hier weiterentwickeln, ja, dafür ist er ja dann hier, um zu studieren.